300 Millionen Tonnen Plaste werden jährlich produziert und mehr als ein Drittel aller Verpackungsmaterialien sind aus Plaste. Es wird Zeit umzudenken und die neuen Konzepte, die sind schon in der Umsetzung. Guten Morgen! Wir leben in einer unglaublich schnelllebigen Welt. Gerade in den letzten Jahren ist Plastik immer mehr in Verruf geraten und die Weltmeere leiden darunter wie kein zweites Ökosystem. Unter anderem aus dem Grund habe ich auch einen Edelstahlmixer, den ich hier oben verlinke zu dem Test, eventuell mal drüber nachdenken. Es gibt Fischarten, gerade jetzt in dem Ozean, wo bereits jeder zweite Fisch Mikroplaste im Magen hat und quasi ja, nicht mehr verzehrt werden dürfte von uns. Von mir sowieso nicht jetzt mehr, aber auch von den Menschen, die Fisch essen. Passiert aber trotzdem weiter. Ich habe dazu auch schon mal ein Video aufgenommen, das findet ihr auch oben in den Infokarten. Aber neue Ideen gibt es zuhauf, denn Verpackungen aus Papier, die sind ebenfalls, gerade wenn sie aus ökologisch erfreulichen Recyclingpapier sind, gerade für Lebensmittel bedenklich. Die Mineralölproblematik habe ich ja bereits erst vor kurzem in einem Video euch auch vorgestellt. Auch zack hier oben Infokarten. Also etwas biologisch Unbedenkliches muss her, dessen Eigenschaften aber so praktisch sind wie die von Papier und Plaste. Und wie gesagt, wir leben in einer unglaublich rasanten Forschungsperiode. Und es macht wunderbar, oder es macht nicht wunderbar, es ist wunderbar und es macht einfach total Spaß dazuzuschauen. Es werden täglich Erfindungen patentiert und Ideen umgesetzt. Der Personenkreis, die sich neuen Erfindungen widmen können, wird dank Internet und freien Zugang zu Informationen, vielen Dank Welt, ne, auch immer größer. Heutzutage können Gymnasiasten bereits weltumwälzende Erfindungen vollbringen. Ein gutes Beispiel dafür ist die Sarah Volz aus Colorado Springs. Und da sind wir auch dann schon fast beim Thema. Sie hat einen Reaktor unter ihrem Hochbett gebaut, wo Algen automatisch herausgefiltert werden, die besonders ja, effektiv im Nutzungsprozess auch wieder verarbeitet werden können. Und mit Algen kann man heutzutage schon richtig viel machen. Ich war ja für euch schon mal auf der Algenfarm in Klötze. Das Video dazu findet ihr auch oben in den Infokarten. Aber während ich da mit dem Biochemiker Jörg Vorteile und Hinweise beim Verzehr von Algen bespreche, sind Kosuku Araki, Noriaki Maitani und Akira Muraoka einen Schritt weiter gegangen. Sie haben eine Art Plaste aus Algen hergestellt und nicht irgendwie mit Algen angereichert, nein, ein Plaste aus 100% Algen. Diese Algen lösen sich nach Gebrauch rückstandslos auf und reichern den Boden sogar mit wertvollen Mineralstoffen an. Zu gut um wahr zu sein? Nein, in der Tat gibt es schon etliche Produkte, die diese drei Japaner, die unter dem Label Amam hergestellt haben und der Industrie zur Verfügung gestellt haben. Und die Frage, inwieweit dieses Plaste sich dann auch nachhaltig am Markt durchsetzt, inwieweit ja, das wirklich für alles real wird, für Lidl, für Aldi, das ist eine Frage, die entscheidet der Verbraucher. Denn diese Verpackung kostet natürlich mehr. Und da sind wir wieder bei einer sehr interessanten Erkenntnis. Es sind nicht die bösen Unternehmen und es ist auch nicht die skrupellose Wirtschaft, die unseren Planeten kaputt gemacht haben, sondern es waren wir Menschen. Die Menschen, die einfach nur unbewusst einkaufen, die zum Beispiel, wenn sie sich etwas qualitativ und hochwertiges und ökologisch unbedenkliches einfach nicht kaufen können, das nicht einfach nicht kaufen, sondern eben dasselbe dann in billig wollen, obwohl sie es eigentlich nicht brauchen, ne? Und dann eben auch durch die Wirtschaft bekommen. Das ist Angebot und Nachfrage. Wo eine Nachfrage ist, wird ein Angebot kreiert. Ne? Ich nehme mich da selber auch nicht raus, nur mal so zur Information. Aber auch bei Obst und Gemüse kann man wunderbar beobachten, wie die Leute, die diese geschmackslosen Wassertomaten lieber für 1,69 € das Kilo kaufen und die schmackhafteren Tomaten vom Kleinbauern für 5 € das Kilo, eben weniger. Ne? Da gibt man lieber sein Geld für Technik aus oder die neuesten Trends und nicht für Lebensmittel. Das geht sogar so weit, dass ich beobachtet habe, bei Kaufland war das mal, da gab es Biogurken, die waren runtergesetzt auf, lass mich lügen, auf jeden Fall niedriger als die konventionellen Gurken. Die Menschen standen da, wir kommen, konventionelle Gurke, obwohl die Biogurke billiger gewesen ist. Unfassbar. Ne? Aber wie dem auch sei. Ja, also das Video, was braucht man wirklich in dem Kontext mit dem Kaufen und wir wollen alles haben, macht sicherlich auch Sinn, sich vielleicht mal anzuschauen. Ne? Das bedeutet, wenn man wirklich als Verbraucher nachfragt, dann werden solche genialen Produkte wie das Algenplaste sicherlich auch sich schnell in den Regalen wiederfinden.
Aber dann kommt eine weitere Problematik der menschlichen Existenz ins Spiel. Die Opferhaltung. Wie soll ich denn als einzelner Verbraucher etwas ändern? Alle anderen wollen ja sowieso trotzdem nur die billige Plaste. Also lohnt sich das doch gar nicht, damit anzufangen nachzufragen oder die Unternehmen mit Mails oder mit Telefonanrufen zu bombardieren. Ne? Diese Opferhaltung, die zieht sich durch alle Ebenen der Gesellschaft. Auch immer wieder gut bei den Wahlen zu erkennen. Das ist immer so das Paradebeispiel. Was soll ich denn mit meiner Stimme bewirken? Ne? Dass trotzdem alle Stimmen unsere gesamte Politik bestimmen und damit die Gesetzgebung und auch die Umsetzung, also das Fundament unserer Gesellschaft, so weit denken diese Opfer nicht. Jeder kann was tun und jeder sollte was tun. Jeder ist wichtig und jedes Mal, wenn ihr wählt, egal ob das ein Produkt oder eine Partei ist, dann entscheidet ihr, wie es auf dieser Erde weitergeht. Nur die Menschen und die Wahl, die sie treffen, die sind verantwortlich für die ganze Scheiße, die auf diesem Planeten abgeht. Wir, jeder Einzelne von uns ist mitverantwortlich, wie sich die Erde jeden Tag weiterentwickelt. Macht euch das bewusst, wie schnell die geistige Evolution vorangetrieben wird. Wir sind dafür verantwortlich, kein anderer. Es ist so einfach, sich hinzusetzen und über die Wirtschaft und die Politik zu lamentieren, aber zu erkennen, dass man eine Verantwortung hat, um was zu ändern und sich nicht im Glauben der Machtlosigkeit suhlt und allen anderen die Schuld gibt. Das ist geistiger Fortschritt. Aber nein, da wird auf Biegen und Brechen argumentiert, wie die da oben alles steuern und da wird sich separiert, da wird gegeneinander gearbeitet und einfach nur stumpf und destruktiv der Fortschritt hin zu einer besseren Gesellschaft blockiert. Mich persönlich widert eine derartige Einstellung an, weil sie nur aus Faulheit und auf Bequemlichkeit basiert. Solche Produkte wie die Algenplaste, die müssen so schnell wie möglich nachgefragt werden und marktfähig gemacht werden. Und genau deshalb habe ich an alle drei großen, die ich hier in der Umgebung habe, Discounter geschrieben, ich bin Kunde, ich will Algenplaste. Bringt vielleicht nichts, scheißegal, ich hab's gemacht, ich bin aktiv geworden. Also hört auf zu lamentieren, sondern packt an, trefft bewusste Entscheidungen und erhebt euch aus dem alten Schmotter eurer Opferhaltung. Ihr seid kein Opfer, ihr seid Täter, die mit jeder Tat die Welt ein Stück verbessern können. Solltet ihr mich noch nicht abonniert haben, dann holt das hier oben nach, um täglich gemeinsam immer wieder darauf uns zu besinnen, die wir die Einstellung haben, die Welt zu verbessern, dass wir es auch tatsächlich tun und nicht nur drüber reden, ne? Und die geistige Evolution der Menschen vorantreiben. Ich wünsche euch einen tollen Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian. Tschüss.